Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute zum Mittagessen mache ich Hähnchenbrustfilet in so eine ganz leckere Senf-Honigsoße. Mit Sahne natürlich. Und so sieht er aus. Hähnchenfilet mit Soße. Und dazu mache ich ganz normal Reis. Reis koche ich oft mit Möhren und Zwiebeln wird angebraten. Und dann sieht er so schön saftig und lecker. Und wenn ihr Interesse natürlich habt, wie ich heute mein Mittagessen gekocht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen. Und dazu serviere ich noch mein letztes Zucchini-Glas-Salat und freue mich schon auf die nächste Ernte. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video anschauen. Ich habe schon alle Zutaten vorbereitet. Ich habe genommen 2 Hähnchenbrustfilet und die geschnittenen so eine mundgerechte Stücke. Dann ein großer Zwiebel in kleine Würfel. Danach brauchen wir noch Senf und Honig. Mit Senf und Honig könnt ihr nach eurem eigenen Geschmack variieren. Ob ihr nehmt ein bisschen mehr Senf oder ihr nehmt weniger Honig. Das ist natürlich euch überlassen. Ich habe von jedem jeweils 2 Teelöffel genommen. Dann brauchen wir noch Sahne. Das wird richtig schöne Sahnesoße. 250 ml habe ich genommen. Zum Anbraten kann man Öl nehmen oder ich nehme Butterschmalz. Und dann natürlich Nachwürze mit Pfeffer und Salz. Und wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich mit eurer Lieblingsgewürze dazu an Würzen vielleicht Hähnchengewürz nehmen. Aber ich möchte, dass den Senfgeschmack in den Vordergrund kommt. Deswegen verwende ich hier groß keine andere Gewürze, nur zum Schluss, was mit grünem werden werden Würzen. So, und jetzt gehen wir ans Herd und bereiten wir unser Gericht fertig. Was dazu servieren kann, man kann Reis servieren, kann man auch Nudeln servieren. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch mal Kartoffeln servieren. Ich serviere heute Reis mit Möhren. So, stellen wir jetzt auf den Herd ein. Pfanne, geben wir da Öl oder wie gesagt Butterschmalz kann man nehmen. Und erstmal braten wir scharf Hähnchenfleisch, ungefähr so 4 Minuten vor jeder Seite. Und hier kocht mein Reis. Mein Reis sieht dann, wenn es Zwiebel und Möhren drin ist, sieht dann so aus. Richtig schön appetitlich und sehr saftig und schöner Geschmack von den Möhren und Zwiebeln annimmt. Richtig lecker. So, probieren wir mal. Ja. Ich werde wahrscheinlich in 2 Portionen das anbraten, weil es etwas viel Fleisch und dann hat man nur viel Flüssigkeit in die Pfanne. Und das zu verhindern, brate ich lieber in 2 Portionen. Erstmal eine Seite und da können wir auch gleich salzen und Pfeffer. Bereiten wir uns Teller, wo wir das rausnehmen, fertige Fleisch. So, ungefähr habe ich jetzt das 4 Minuten auf einer Seite gemacht. Jetzt drehe ich um den Fleisch und brate nochmal so ungefähr 3-4 Minuten. So, jetzt unsere erste Portion schön fertig. Können wir sie rausnehmen und braten wir die zweite genauso. So, es ist genug noch Fett da übrig geblieben. Das wird schon reichen. Ich werde gleich anwürzen und brate sie von beiden Seiten genauso wie die erste Portion. So, mit Fleisch sind wir fertig. Jetzt werden wir unsere Soße zubereiten. Geben wir nochmal Butter oder Öl in die Pfanne. Und geben wir unsere ganze Zwiebel da rein. Und lassen wir unsere Zwiebel so ein bisschen anschwitzen, dass so gläserlich wird. Er muss nicht richtig angebraten sein, sondern nur wirklich seinen Geschmack und diese Sämigkeit in die Soße geben. Würzen wir gleich ein mit Salz.
Dann geht das alles schneller. Und ich will auch schon Pfeffer geben. Da kommen gleich die Röstaroma von dem Fleisch ab von der Pfanne und gibt dann auch noch schöneren Geschmack in die Soße. Nur ein, zwei Minuten und dann sieht man schon, dass unsere Zwiebel richtig schön gläserig geworden ist. Etwas auch weicher, was wir natürlich auch wollen. Und dann geben wir jetzt dazu die Sahne, Kochsahne. Ich spüle noch ein bisschen Becher ab, dass alles reinkommt. Und lassen wir jetzt so eine Minute so köcheln, den Zwiebeln in die Sahne. Kann man auch gleich den Deckel drauf machen. Und lassen wir jetzt richtig aufkochen. So, schaut ihr, die Sahne mit den Zwiebeln schön fleißig kocht. Jetzt geben wir dazu den Senf und Honig. Ich habe ungefähr solche zwei Teelöffel genommen. Das ist natürlich Geschmackssache, will man etwas süßer oder nicht haben. Gut, jetzt alles verrühren und natürlich anwürzen. Probiert ihr nach Salz, nach Pfeffer und wenn es nötig ist, gebt ihr noch dazu. Oder doch vielleicht ein bisschen mehr Senf. Riecht schöner Senf. So, probiere. Lecker. Sehr, sehr lecker. Es ist nicht süß, das, aber trotzdem spürt man etwas Honiggeschmack und auch Senf. Sehr schöne Kombination. Geben wir dazu unser Hähnchenfleisch. Schön in die Soße tauchen und lassen wir jetzt unser Fleisch so ungefähr 4-5 Minuten einfach leicht hier einschmoren, sozusagen aufheizen und dann können wir schon servieren. Stellen wir den Herd auf niedrige Stufe und lassen wir wirklich nur 4-5 Minuten schmoren. So, meine Lieben, unser Mittagessen ist fertig. Schön Reis, schaut, wie toll sieht er aus. Ich gebe beim Reiskochen immer ein bisschen Zitronensaft. Und dann unsere Hähnchen mit leckerer Senf-Honigsoße. Schaut, herrlich. Dann servieren wir mit dem Reis. Und natürlich Grünes darf auch nicht fehlen. Geben wir was Grünes dazu. Schaut, voilà. Dazu serviere ich noch mein Zucchini-Salat im Glas. Passt perfekt dazu. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Haben uns leckeres was zum Mittag gekocht. Und ich finde, es ist lecker. Es ist leichteres Essen und trotzdem macht es satt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn einer oder die andere es ausprobiert und dann mir einen Kommentar schreibt, wie es das euch geschmeckt hat. Für Daumen hoch, vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!